kommt noch einmal Kroketten drauf. Wir müssen jetzt sehen, so schnell wie möglich sehen, dass alle zum Essen kommen. Was man jetzt alles so dahin gezaubert hat. In 20 Stunden wird jetzt in einer Stunde verzehrt. Jetzt, dieses ist wirklich Stress. Das ist wirklich Stress jetzt. Ein Wildessen für 75 Personen. Eine Gesellschaft zu Gast bei Wolfgang und Hannelore Steen. Vielleicht einer der letzten Abende. Denn ihrer Gaststätte droht das aus, weil es keinen Nachfolger gibt. Eine Entwicklung überall in Norddeutschland. Pott. Was bedeutet es für die Menschen auf dem Land, wenn die letzte Kneipe schließt? Der Krug ist im Grunde genommen die einzige Kontaktmöglichkeit, die wir überhaupt noch haben. Alles wächst, alles boomt. Und die letzte Kneipe im Dorf, die geht dann eben kaputt, die wird zugemacht. Das war nicht zu akzeptieren. Sind die Kneipen auf dem Dorf noch zu retten? Und was braucht es dafür? Kriegt ihr das? Müssen wir. Die Gesellschaft aus dem Saal wartet auf das Essen. Alles muss gleichzeitig raus. Das Tablett, wo ist das? Hier an der Seite. Oh, gut. Manchmal habe ich am Wochenende drei, vier so eine Dinger zu leisten. Nicht? So, und ich sage ja, vor 10, 15 Jahren hat es nichts ausgemacht. Aber jetzt fängt das allmählich an, wie ich das sage. Das Alter macht sich bemerkbar. Er wird nächstes Jahr 70. Wolfgang Steen und seine Frau Hannelore arbeiten schon mehr als 30 Jahre im Grabiner Krug bei Plön in Schleswig-Holstein. Huhn, Kroketten und zweimal Soße. So, auf geht's. Die beiden wollen aufhören. Vor allem am Wochenende ist der Saal voll. Heute essen die Jäger ihr eigenes Wild. Vor 2 Tagen noch eine Beerdigung, morgen eine Runde Kegler. Mehr als sein halbes Leben hat er hier verbracht. Wolfgang Steen hat den Grabiner Krug komplett renoviert und ihn zum Treffpunkt im Dorf gemacht. Die Steens sind mit ihren Gästen alt geworden. Wenn sie keinen Nachfolger finden, muss die letzte Kneipe im Dorf schließen. Wir können natürlich nach Malente fahren, nach Plön fahren. Okay, dann haben wir auch Lokale. Aber das Schöne ist ja, dass man hier, ich kann um die Ecke laufen, nicht? Ich bin in 5 Minuten hier. Wir sitzen hier gerne mal zusammen in fröhlicher Runde. Das ist schon, wäre schade, wenn das weg wäre. So diese Gemeinschaft, die hier so stattfindet. Ohne Grabiner Krug kann ich mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen. Die Steens versuchen schon seit über 2 Jahren zu verkaufen. 5 Interessenten waren da. Keiner wollte den Krug als Gaststätte weiterführen, weil der Betrieb viel Arbeit bedeutet. Heute wieder ein 17-Stunden-Tag. Wie lange halten Sie noch durch? Überall im Norden bangen Dörfer um ihre Gaststätten. In Niedersachsen hat in den letzten 10 Jahren jede dritte Kneipe auf dem Land geschlossen. In Handorf-Langenberg bei Vechta steht eine davon. Ende 2017 ist der Wirt der letzten Kneipe im Dorf gestorben. Seitdem ist sie geschlossen. Die Gaststätte zum Schanko gibt es seit 1955. Sie ist zusammen mit der Siedlung entstanden. Die Fußballer haben nach den Spielen hier geduscht. Dazu Stammtische, Schützenfeste, goldene Hochzeiten. Mit 89 stirbt der Wirt Hubert Frilling. Bis zuletzt stand er hinterm Tresen. Alles weg, da wird ein großer Raum von gemacht. Kannst alles runternehmen.
Das Dorf will den Schankow wieder aufmachen, mit Hilfe einer Genossenschaft. Mike Escherhaus hatte die Idee. Heute beginnen die Bauarbeiten. Wir haben lange gewartet. Wir haben ganz viel Vorbereitungszeit gehabt, um es darauf vorzubereiten. Und jetzt geht es wirklich los. Wir haben ja nicht mehr so abstrakt nur über Geld zu reden und Genehmigungen. Es geht wirklich auf diese Strand hier zu reißen, umzubauen. Mit zwei Freunden hat er den Plan vorangetrieben. Jetzt packt das ganze Dorf mit an. Ehrenamtlich. Also ein bisschen Wehmut ist natürlich auch dabei, ne? Ganz klar. Wenn man, dann so, man hat hier oft gesessen in diesen Mauern und gefeiert und getan. 30 Jahre, keine Renovierung. Für die jungen Leute im Dorf war der Schankow zuletzt nicht mehr attraktiv. Also ist ja quasi jetzt für uns, ne? Wird ja quasi für die Zukunft jetzt auch gemacht. Die einen sind damit groß geworden, bauen uns jetzt wieder auf. Und wir sind ja quasi die nächste Generation, die darin feiern soll. Das Herzstück gibt noch nicht auf. Scheint ein sehr robustes Herz zu sein. Ich glaube, das wurde früher noch ein bisschen solider gebaut. Die Helfer sind freitags und samstags in Schichten eingeteilt. Jeder macht, was er kann. Ich habe zwei 17 Monate alte Jungs, die jetzt gerade zu Hause sind und ja, eigentlich so ein bisschen mit Papa was machen wollen. Aber ja. Sie ist hier in der Kneipe aufgewachsen. Christa Mittendorf, die Tochter des verstorbenen Wirts. Den Schankow übernehmen kam für sie nicht in Frage, denn sie geht bald in Rente. Die Idee einer Genossenschaft unterstützt sie. Man hätte davon ausgehen müssen, dass es dann wirklich abgerissen worden wäre und da vielleicht ein Mehrfamilienhaus draufgesetzt worden. Also dann wäre es auf jeden Fall ganz verloren gewesen, das muss man einfach so sehen. 21.30 Uhr. Die erste Schicht ist geschafft. Am nächsten Wochenende geht's weiter. Von dem, wie hier die Dorfbevölkerung in Hanow-Langenberg sich bereit erklärt, zu helfen, zu agieren, zu machen, zu tun, da wird ganz sicher zum 1.3. hier der Schlüssel umgedreht. Und zwar auf und nicht wieder zu. In 5 Monaten soll der Umbau fertig sein. Reicht die Zeit und halten die Helfer bis dahin durch? Knapp 1.700 Menschen leben in Hanow-Langenberg. Als der Wirt 2017 stirbt, versucht Mike, sie von seiner Idee zu überzeugen. So viele wie möglich sollen genossen werden, mit Anteilen ab 250 Euro. Allein 200.000 Euro brauchen sie, um das Gebäude zu kaufen. Wir waren 16 Personen und sind dann tatsächlich hier jeden Abend Straße für Straße abgegangen. Mal haben wir 2 Häuser geschafft, mal haben wir 10 Häuser geschafft und haben wirklich bei jedem Einzelnen geklingelt und haben versucht, Anteile zu bekommen. Wir sind ein bisschen belächelt worden am Anfang sicherlich. Und erst als man merkte, das ist nicht nur hohles Gerede, da hat man festgestellt, jawohl, das ist zu unterstützen, das wollen wir auch als Dorf. Und wenn du dann einen Abend irgendwo eine Straße abgearbeitet hattest und hast keinen Anteil bekommen, diese Straßen gab es auch, das war schon ernüchternd. Das war ernüchternd und das war auch eine der wenigen Phasen, wo ich persönlich daran gezweifelt habe, dass wir das Projekt ans Laufen kriegen. Moin. 4 Wochen haben sie dafür gebraucht. Mike trifft seine Kollegen aus dem Vorstand der Genossenschaft. Über 500 Leute haben sie am Ende zusammenbekommen. Für die Sanierung der Kneipe brauchen sie noch mehr Geld. Über 400.000 Euro kostet das ganze Projekt. 70.000 Euro hat die Gemeinde zugesagt. Noch einmal 100.000 sollen von der EU kommen. Förderung für den ländlichen Raum. Eine Zitterpartie, denn von der EU haben sie noch nichts gehört.
das ist schon. In den Grabiner Krug kommt heute Abend wieder eine Gesellschaft. Der Kreissportverband will Grünkohl essen. Und wo ist mein Kaffee jetzt? Da vorne. Nee, bleib sitzen. Ohne Kaffee kann ich nicht kämpfen. Stehen, guten Tag. Hallo. Ich hatte annonciert Stinteessen, ja, das war aber letzte Woche. Doch, ich habe seit gestern wieder neue. Heute, ja. Ja, okay, tschüss. Hannelore Steen macht den Service, Wolfgang die Küche. Feste Mitarbeiter haben die beiden nicht. Was ist eigentlich, wenn einer von uns ausfällt? Haben wir noch überhaupt noch nicht so. Da denken wir überhaupt nicht drüber nach. Wir dürfen nicht ausfallen. Ich habe 14 Tage mit Grippe vor mir hergeschleppt jetzt hier. Nee? Aber einmal ins Krankenhaus ist vorbei. Das ist unser Problem. Und das wird auch so bleiben, solange wie wir beide hier leben und arbeiten noch. Wenn einer von uns ausfällt, wird der Laden zugemacht. So, und das ist schade. Der Krug ist fast das ganze Jahr geöffnet. 3 Wochen nehmen sie sich Zeit für Urlaub. Bei mir gibt das kein Fisch in der Fritteuse. Grundsätzlich nicht. Bei mir wird jeder Fisch in der Pfanne gemacht. Laufkundschaft kommt immer seltener in den Krug. Das Tagesgeschäft lohnt sich kaum noch. So, dann wünsche ich Ihnen einen recht guten Appetit. Ja, danke. Frühschoppen, Mittagstisch oder Feierabendbier im Krug. Früher selbstverständlich, heute die Ausnahme. Geld verdienen die Stehens mit Gesellschaften wie heute Abend. Dann hilft die Enkelin Alena ihren Großeltern. Schon als kleines Mädchen war sie oft hier und hat in den Ferien in der Küche geholfen. Sie hat kurz überlegt, den Krug zu übernehmen. Früher war es ja noch häufiger, dass man irgendwie dann auch in den Familienbetrieb mit reingegangen ist oder ähnliches. Und heute ist es mit der Selbstständigkeit ja alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger. Unterstützen würde ich sie schon. Auch Oma würde sie auch unterstützen. Aber die jungen Leute haben andere Vorstellungen von der Selbstständigkeit. Das ist nun mal leider so. Also wir machen, pass mal auf, Fleischplatten machen wir 5. Und das andere 5, 4 mal. 5 mal 6 sind 30 und das andere alles 4 mal. Ja. Dass aus der Familie jemand die Kneipe übernimmt, ist in der Gastronomie immer seltener geworden. Auch weil Konzessionen nicht vererbt werden können. Eine neue Konzession für eine alte Kneipe. Dafür muss man heute viel investieren. Mehr Hygiene- und Brandschutzvorgaben als noch vor 30 Jahren. Also ich sehe es ja an meinen Großeltern, dass es tatsächlich halt ein 24-7-Job auch ist. Und dass man halt da rund um die Uhr mit zu tun hat, ob es dann halt die Vorbereitung ist, die Nachbereitung, das Einkaufen. Es ist ja nicht nur wirklich das Essen, das nette Zusammensitzen oder ähnliches, es ist ja wirklich das Ganze drumherum. Und ich sehe, wie die beiden halt sich da echt sehr reinknien, sage ich mal. Und die leben das ja auch. Ja, das ganze Problem ist, dass die Lückenkartoffeln alle rausgegeben. Ja. Ja. Hallo, dann müsst ihr schieben nachher. Ja, machen wir. Junge, das ist ein Bilderbuchbraten geworden. Und hier war dann einmal vegetarisch von Anna. Speck und Zwiebeln, das kriege ich gar nicht. Sehr lecker. Ist gut, doch, ne? Ja. Alles klar, danke. Die Stehens haben Mühe, Personal für die Küche oder den Service zu finden, weil am Wochenende kaum einer arbeiten will. Heute waren sie wieder 15 Stunden auf den Beinen. Dass der Grabiner Krug vielleicht schließen muss, hat sich im Dorf rumgesprochen. Die Stehens wollen den Krug für die Gemeinde erhalten, genauso wie Joachim Burgemeister. Er ist Grabiner, arbeitet für den Genossenschaftsverband. Sein Vorschlag? Das Dorf soll den Krug als Genossenschaft kaufen,
wie beim Schankow in Niedersachsen. Dann hat man ein ganz anderes Wir-Gefühl. Dann hat man auch das Gefühl, es ist ja auch meine Gaststätte. Ja, und das Bier, was ich trinke, da sind dann auch, ich trinke mein eigenes Bier eigentlich. Ich bezahle es dann zwar, aber im Prinzip trinke ich mein eigenes Bier, mache das für mein Unternehmen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, der dann auch zu einem Klick im Kopf dazu führen kann, zu sagen, ja, ich mache das. Stehen möchte den Krug verkaufen, die Verantwortung abgeben. Das wäre mit einer Genossenschaft möglich. Ich will nicht verpachten. Dann sitze ich in 3 Jahren wieder hier. Und deswegen werde ich jetzt das Gespräch mit Herrn Bürgermeister auch ein bisschen vertiefen. Und wir werden das, weil hoffe ich auch, wir beide mal uns dann hinsetzen. Und dann werden wir da einen Schlachtplan ausarbeiten. Nicht jeder aus der Gemeinde nimmt den Krug so wahr, dass er jeden Tag hier ist oder dass er ihn als nötig ansieht. Aber wie das oft so im Leben ist, wenn es erstmal weg ist, ist es weg. Und was weg ist, wenn sowas wie das hier weg ist, dann kommt es nie wieder. Der Plan. Die Idee einer Genossenschaft mit den Grabinern diskutieren. Sind Sie offen dafür? Wieder verschwindet eine Kneipe in Norddeutschland. 50 Kilometer vom Grabiner Krug entfernt, in Surendorf, weicht Binges Gasthof nach über 100 Jahren einem Wohnkomplex. In Deutschland ist in den letzten 10 Jahren die Zahl der Gaststätten um fast 12% zurückgegangen. Vor allem in den Dörfern. Diese Kneipen sind schon zu. Beim Schankow in Niedersachsen ist seit 5 Wochen nichts mehr passiert. Baustopp. Seit Wochen wartet die Genossenschaft auf Fördergelder der Europäischen Union. 100.000 Euro. Doch die letzte Genehmigung fehlt. Freitagabend. Die erste Mannschaft von Handorf Langenberg muss heute ihre Tabellenführung verteidigen. Kommst du schon? Anstatt den Schankow zu renovieren, ist Mike Escherhaus beim Dorffußball dabei. Auch hier hilft er ehrenamtlich mit. Auf dem Fußballplatz trifft er auch die Helfer wieder. Alle fragen, was mit Schankow ist, warum nicht weitergebaut wird. Mike und die Genossenschaft stehen unter Zeitdruck. Ich mache das alles irgendwie freiwillig, ehrenamtlich. Aber ich habe auch eine Verantwortung. Wir haben hier 500 Genossen. Und diese 500 Genossen, die gucken drauf, was passiert da. Und wenn du diesen Laden dann vor die Wand fährst, weil eben eine Genehmigung nicht da ist, dann werde ich hier im Dorf geteert und gefedert, würde man sagen, im Wilden Westen. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir es hinkriegen. Und wir haben nicht viele Optionen. Und wenn wir zum 1.3. eben da nicht eröffnen, weiß ich nicht, ob der Pächter auch bei der Stange hält und auch da einsteigt. Also dann verlieren wir gegebenenfalls den Pächter, dadurch, dass die Genehmigungen nicht da sind. Hier ist nur der Sportplatz, wo wir sonntags mal ein Bier trinken können. Ansonsten gibt es hier eigentlich gar nichts. Es sei denn, wir fahren nach Holdorf oder Steinfeld oder Damme. Aber so an sich im Dorf hier gibt es sonst keine Kneipe. Deswegen sind auch eigentlich alle im Dorf so heiß hinterher und haben mitgewirkt und wollen mitwirken, dass wir das ganze Projekt hier irgendwie ans Laufen kriegen. Bocki! Nein! Ja! Ja! Super, Jungs! Die Zeit rennt. In 3 Monaten soll eröffnet werden. Finden Mike und sein Team noch einen Ausweg? Zweiter Advent in Wiendorf bei Rostock. Gudrun Olszewski betreibt die letzte Kneipe im Dorf. Mit ihrer Enkelin ruft sie das Dorf in die Kirche.
Wir läuten jeden Samstag um 18 Uhr das Wochenende ein. Und wir haben es immer getan. Und seitdem ich die Gaststätte habe, konnte ich es nicht mehr. Für das Weihnachtskonzert nimmt sie sich noch mal die Zeit zum Läuten. Erst singt der Shanty-Chor in der Kirche. Danach wird bei ihr in der Gaststätte gefeiert. Feste wie heute, an denen das ganze Dorf zusammenkommt, sind seltener geworden. Das hat zur Folge, dass auch die Kneipen in Mecklenburg-Vorpommern schließen. Jede fünfte in den letzten 5 Jahren. Für die Menschen hier ist Gudrun Olszewskis Kneipe der letzte Anlaufpunkt. Ich muss die Kartoffeln aufsetzen. Ich muss die Bratkartoffeln machen. Schatz, tut mir leid. Seit 12 Jahren betreibt Gudrun den Wiendorfer Hof, direkt gegenüber der Kirche. Die letzte Gaststätte mit großem Saal in der Gegend. 70 Personen wollen gleich bei ihr essen. Kein Stillstand. Gudrun ist 66. Sie kocht selbst, sie serviert selbst, sie dekoriert und räumt alleine auf. Ich funktioniere einfach. Ich kann auch rennen, obwohl ich es im Kreuz habe und Bandscheibenvorfall und was alles so im Alter so zukommt, haben auch junge Leute schon. Aber jetzt wird sie erstmal heran. Einmal im Jahr lädt der Kulturverein zum Weihnachtssingen. Dieses Jahr vielleicht zum letzten Mal, weil Gudrun die Kneipe verkaufen muss. Christel, hast du noch keinen Glühwein? Haben jetzt alle Glühwein? Sie lebt immer von Feier zu Feier. Sie überlegt jetzt nicht, was ist in nächstes Jahr, wie geht es dann weiter oder wer nimmt es, sondern erstmal ist Priorität 1, die Leute halt zufriedenzustellen. Ne? Da hat sie ein Händchen für. Wie sie ist. So schwer es ihr fällt, Gudrun muss die Kneipe verkaufen, weil sie den Erlös für ihre Altersvorsorge braucht. Ihr Sohn Mike unterstützt sie heute Abend. Wir haben noch 5 Minuten, dann bringen wir alles raus. Wunderbar. Fleisch, 70 Grad, top. Gudrun würde am liebsten an jemanden verkaufen, der die Kneipe weiter betreibt, damit die Leute ihren Treffpunkt behalten. Ich lebe für dieses Dorf. Ich kümmere mich auch um fast jeden. Ich versuche auch, jeder, der hier herkommt, in meiner Gaststätte gerecht zu werden. Na? Und wir wollten uns damit bei Gudrun bedanken für die tolle Unterstützung über die Jahre. Es wird wahrscheinlich zu 80% das letzte Mal sein, dass wir uns hier zusammenfinden. Ja, aber ich gebe ja noch nie auf, ne? Ich kämpfe ja noch ein bisschen. Also ich habe noch Hoffnung, wollen wir mal so sagen, ne? Ja, und damit ist das Buffet eröffnet. Ran an die Sachen. In einem halben Jahr will sie verkaufen. Findet sie einen Käufer, der die Kneipe am Leben hält? In vielen norddeutschen Gaststätten steht eine Kegelbahn. Im Grabiner Krug in Schleswig-Holstein gibt es sie seit 30 Jahren. Bist du schon auf Sommer oder was ist los? So, was war das los? So, siehst du. So, es hat geschält. Das sind ja noch nicht viele heute, ne? Das sind ja erst 5. Wer kommt denn noch? Palukat? Ja. Gut ein Dutzend Clubs kegeln regelmäßig im Grabiner Krug. Die Kegler sind wichtige Stammgäste für die Stehens. Man kann ja nur nicht einfach sagen, oh, heute mache ich zu, morgen könnt ihr sehen, wie er, wo er lang bleibt oder wo er bleibt. Das geht einfach nicht. Nein, wir kegeln ja mit diesen Leuten schon seit Jahren, jeden Freitag. Und ja, den kann man nicht verhungern lassen, die Jungs. Guck sie dir an, die sind richtig kräftige Burschen, die brauchen was zu essen.
In den 70ern war Kegeln Volkssport. Doch immer weniger Menschen verbringen ihre Freizeit mit dem Verein in der Kneipe. Manche halten an dieser Tradition noch fest. Das ist ein Fixpunkt. Das ist eigentlich für fast jeden selbstverständlich, dass er jeden Freitagabend hier ist. Also in Malente ist keine Kegelbahn mehr, in Eutin ist noch... In Plön auch nicht mehr. In Plön ist auch keine mehr. In Eutin ist noch eine. Das ist aber nicht besonders schön von der Gaststätte her. Also für uns ist das schon wichtig hier. Ich will mich an und sich verabschieden auf dieser Stelle. Ja, genau. Wir bedanken uns mit einem dreifach kräftigen Gut Holz. Gut Holz. Gut Holz. Ein Drittel der Gaststätten hat in den letzten 20 Jahren in Schleswig-Holstein geschlossen. Wer den Weg in den Grevener Krug nicht mehr schafft, dem bringt Hannelore Steen ein warmes Mittagessen nach Hause. Fast jeden Tag fährt sie eine Runde durchs Dorf, selbst für zwei Portionen. Es sind Gäste von uns, von früher auch schon. Die haben sämtliche Feste bei uns gefeiert und alles. Ja, die haben immer zu uns gehalten, immer treu gewesen. Ja, warum sollen wir sie jetzt fallen lassen? 5,50 Euro für ein warmes Mittagessen an die Haustür. Mahlzeit! Heute gibt es Grünkohl. Ah ja, da riecht schon, dass es was Leckeres gibt. Ja. Also vielen Dank. Ne? Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und dann bis Dienstag. Ja? Also ja, tschüss. Der Aufwand ist größer als der Gewinn. Das Ehepaar sieht diesen Service auch als Dienst an der Dorfgemeinschaft. Für uns ist es ganz wichtig, dass das Geschäft, dass der Krug für die Grebiner erhalten bleibt. Grebiner und Umfeld. Ja, ich meine, wir haben nun nicht jeden Tag so einen hohen Betrieb, aber es ist doch schon wichtig, dass eine Gaststätte da ist. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn wir das nicht verkauft kriegen, dann machen wir eben weiter. In 8 Wochen kommt das Dorf zu den Steens, um die Idee einer Genossenschaft zu diskutieren. Freitagabend in Wiendorf bei Rostock. Guten Abend. Na? Grüß dich an. Hallo Katrin. Ein Radler, auch großes, und die nimmst du mit? Stammtisch bei Gudrun Olszewski. Der einzige Abend, an dem sie in der Woche noch geöffnet hat. Hast du gehört, ne? Der ist gestorben, der hat ein Kind gekriegt, ne? Oder, ja, über alles, auch über seine eigenen Probleme wird viel diskutiert, ne? Also dann, Prost, Leute. Guten Abend, einen schönen Abend. Ja. Ich hätte gerne Katrin Klops, so wie immer, bitte. Ja? Und Peter bestimmt Schnitzel. Ja. Schnitzel. Und du? Auch ein Schnitzel. Ich muss auch ein Schwein schlachten, stelle ich gerade fest. Auch ein Schnitzel. Okay. Also habe ich jetzt 5-mal Schnitzel und 2-mal Klopse, ne? Alles gut. Wir treffen uns hier, um eben das Neueste zu unterhalten oder ob wir irgendwelche anderen Sachen haben. Und es kommt immer wieder mal jemand Neues. Ja, und dann hört man mal was anderes. Ne? Also ich bin sonst fast alleine. Also da ist nicht viel mit Unterhalten mit anderen Leuten. Und ich bin kein Computerfreund. Und dann, wenn man gerade nach Hause gehen will, dann kommt der Bürgermeister. Ne? Und dann muss man ja wieder noch eins bestellen, weil nützt ja nichts. Wenn der kommt, müssen wir ja mal hören, was der denn noch zu berichten hat. 6,80 Euro kostet der Schnitzelteller. Es muss reichlich drauf sein. Die Gaststätte ist im Dorf der Mittelpunkt und der, denke ich mal, muss einfach erhalten bleiben. Ist so. Die Kirche, die Gaststätte und der Kindergarten. Das ist ein Dreierpunkt. Wenn ich woanders bin und den Fehler mache, ein Schnitzel zu bestellen, stelle ich fest, es ist eigentlich gar kein Schnitzel. Ne? Ja. Aber das macht gut und besonders gut. Der Stammtisch am Freitagabend hat Tradition. Doch es kommen immer weniger zu Gudrun Olszewski. Sie macht trotzdem jede Woche auf. Für die, die noch unter Leute gehen wollen. Bisher gibt es niemanden, der den Wiendorfer Hof übernehmen möchte. Und in ein paar Monaten muss sie verkaufen. Guck mal, hier kann ich an.
Dank. Ja, die mag Prost! Wer übernimmt die Verantwortung, wenn die letzte Kneipe im Dorf schließt? Wenn die Wirte nicht mehr können? So wie in diesen Kneipen. Heute geht es für sie um die Zukunft. Wolfgang und Hannelore Steen haben das Dorf eingeladen. Kann hier eine Genossenschaft entstehen, die den Krug übernimmt? Ich finde es einfach interessant zu gucken. Und es wäre ja schön, wenn in unserem Dorf der Krug erhalten bleiben würde. Ich finde die Idee gut. Mal gucken, was so an Informationen hier heute durchkommt und verfolge das auf jeden Fall weiter. Also ich möchte gerne das System verstehen und auch gerne wissen, was dann so mit der Investition dann auch weiter passiert. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser doch irgendwie ungewöhnlichen Veranstaltung in Grebin. Die Zukunft bringt es so mit sich, dass wir doch einfach jetzt mal entscheiden oder beziehungsweise mal darüber nachdenken, was machen wir mit unserem Grebiner Krug? Ich bin jetzt also 53 Jahre in der Gemeinde. Ich gehöre wahrscheinlich schon zum Urgestein. 1982 habe ich den Grebiner Krug damals erworben. Alte wissen das noch, die Decke war Eierpappen. Da haben wir drunter getanzt früher. So, und jetzt kommt die Zeit, wir möchten den Grebiner Krug gerne der Gemeinde erhalten. Und Joachim Bürgermeister wird mich dabei jetzt unterstützen und uns aufzeichnen, wie so eine Genossenschaft funktioniert. Was kann denn eine Genossenschaft hier machen? Nach Familie Steen oder auch mit Familie Steen in der Anfangszeit. Das Ganze ist sehr, sehr demokratisch. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Egal, mit wie viel Geld sich das Mitglied beteiligt hat. Joachim Bürgermeister hat schon viele Genossenschaften bei der Gründung begleitet. Erstmal, was finden wir hier vor? Wir finden hier erstmal vor ein Gebäude, einen Krug. Wolfgang sagte das schon. In Schleswig-Holstein gibt es noch keine Genossenschaft, die eine Gaststätte betreibt. Bürgermeister kennt aber Dörfer in anderen Bundesländern, wo es funktioniert hat. Hier beispielsweise zum Schanko. Ja, das ist eine Genossenschaft, die in einer relativ kurzen Zeit entstanden ist. Und die Mitglieder hier aus dieser Genossenschaft kommen aus mehr als 30 Gemeinden aus dem Umfeld heraus. Auch aus dem Grunde, weil es dann in den Nachbargemeinden auch nicht mehr so viel gab an Gaststätten. Die Genossenschaft müsste 200.000 Euro für den Krug bezahlen. Und noch mehr, um das Gebäude zu renovieren. Entscheidend für mich ist, wer betreibt in Zukunft diesen Krug? Die Personalfrage ist die entscheidende Frage für mich, nicht die Kapitalfrage. Welche Erfahrungen haben Sie, dass die Genossenschaft als Institution in der Lage ist, einen Betreiber zu finden, den Herr Steen über Makler seit Jahren nicht gefunden hat? Also wir müssen ja vorne erstmal anfangen. Und wenn wir hier ein vernünftiges Nutzungskonzept aufstellen können mit der Gemeinde, dann wird sich auch jemanden finden, der das hier betreibt, entweder als Pächter oder als Angestellter oder in Kombination mit Ehrenamtlichen, mit Bürgern, die hier auch tätig sein möchten. Ein paar Grebiner wollen die Idee vorantreiben und vielleicht schon bald eine Genossenschaft gründen. Mit Unterstützung der Gemeinde sehe ich da also durchaus Chancen drin. Deswegen habe ich mich auch eingetragen in diese Projektgruppe, die jetzt noch mal überlegt. Also ich wäre auch dafür, dass man so etwas macht. Das kann nicht angehen, dass man das Ding hier platt macht, auf Deutsch gesagt, und hier einen Parkplatz macht oder drei Wohnhäuser baut. Kann eine Genossenschaft den Grebiner Krug retten? Die Idee ist da, das Interesse auch. Jetzt liegt es an den Bürgern, ob sie den Schritt wagen. Erster März beim Schanko in Handorf-Langenberg. Eigentlich wollten sie heute die Eröffnung ihrer Kneipe feiern. Doch hier ist Großbaustille. 8 Wochen sind die Helfer in Verzug,
weil die Fördergelder so spät freigegeben wurden. Aber immerhin, das Geld kam. 100.000 Euro. Es kann weitergehen. In der Anfangsphase war der Enthusiasmus da und natürlich auch der Partner mit einer gewissen Leichtigkeit. Jetzt ist es eine Verpflichtung geworden. Jetzt ist es eben so, dass wir hier das als eine Pflichtveranstaltung haben, das auch zu beenden und fertig zu machen. So, jetzt Gas geben, ne? Ja, reicht noch nicht. Ja, reicht noch nicht. Mann. In den letzten Wochen haben alle hier Überstunden gemacht. Ehrenamt im Akkord. Der neue Wirt Andreas Mählmann wollte heute eigentlich die ersten Schnitzel rausgeben. Seine alte Kneipe hat er schon geschlossen. Ja, ich muss auf Telekom wieder. Ich habe gestern schon wieder eine Anfrage gehabt, Tischreservierung für die Eröffnung. Hm. Ich sage, nehme ich gerne an, die Tischreservierung, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Ich habe auch rausgehauen, 1.3., das schaffen wir alles. Aber mehr als das, wir hier ranklotzen mit Ehrenamtlichen, eben aber auch mit hauptamtlichen Kräften. Wir haben ja deutlich mehr Firmen auch beauftragt, als wir das uns gewünscht haben. Mehr können wir nicht tun. Als die Genossenschaft einen Wirt gesucht hat, hat Mählmann sich als Pächter beworben. Ungefähr vor einem Jahr waren wir das erste Mal hier. Und wenn man sieht, was von der Zeit bis jetzt hier geschafft worden ist, ist es nicht mit dieser Eigeninitiative und mit dieser Dorfgemeinschaft, mit der Genossenschaft, das so zu organisieren, das ist faszinierend einfach. Mählmann zahlt Pacht an die Genossenschaft. So refinanziert sie sich mit der Zeit. Dafür bekommt er eine schlüsselfertige Gaststätte übergeben. Die Jungs, die arbeiten jetzt hier 3-4 Monate konzentriert und durchgehend fast. Und wir arbeiten dann hoffentlich jahrelang hier und das jeden Tag. Also irgendwo gleicht sich das nachher aus, denke ich. Da bin ich relativ sicher. Wir werden es kontrollieren, jeden Abend. Viele Abende. Viele Abende. Die wollen von innen die Schrauben wahrscheinlich lösen. Flasche Bier, ja, ne? Cheers. Noch ist es hier nicht der letzte Arbeitseinsatz für die Freiwilligen. Parkettboden, Rasterdecke, Zapfanlage. Das steht ihnen alles noch bevor. Wenn man hier abends reinkommen wird und der Andi macht dann mal auf für uns, dann glaube ich, dass wir uns hier alle wieder treffen und uns auch so manches Mal daran erinnern, dass wir hier irgendwo eine Ecke gestrichen haben oder Fliesen rausgerissen haben oder Wände eingerissen haben. Ich glaube, dass man da schon drüber reflektiert, wenn man da sitzt. Ja. In Wiendorf bei Rostock steht die letzte Kneipe vor dem Aus. Nach 53 Jahren wird der Wiendorfer Hof verkauft. Ein letztes Mal hat die Wirtin das Dorf eingeladen. Heute Abend muss Gudrun Olszewski bekannt geben, dass es zu Ende geht. Stammgäste, Freunde und Familie, alle, die Gudrun in den letzten 12 Jahren begleitet haben, kommen heute noch einmal in den Wiendorfer Hof. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Bis zuletzt hatte sie gehofft, noch einen Nachfolger zu finden. So, meine Lieben, damit wir die Gaststätte ordentlich und anständig verabschieden, habe ich euch eingeladen. Ich bin schon traurig, dass ich hier stehe und muss verkünden, dass die Gaststätte keine Zukunft mehr hat. Genau heute in einem Monat werde ich das Licht im Wiendorfer Hof ausschalten und für immer abschließen. Ich werde die Zeit nie vergessen. Denn sie war einfach schön. Ich möchte euch einfach Danke sagen und möchte mit euch anstoßen. Jetzt hat niemand das weg. So, auf unsere Zukunft, auch wenn wir die Gaststätte nicht mehr so haben. Ne? Zum Wohl. Eine Baufirma aus Rostock wird den Wiendorfer Hof kaufen. Aus dem Gebäude soll ein Mehrfamilienhaus werden. 4 Wohnungen. Und Gudrun möchte erst einmal Urlaub machen.
In Schleswig-Holstein gibt es noch Hoffnung für den Krug. Dennoch, ob ihn das Dorf übernimmt, ist unklar. Die Entscheidung, aufhören oder weitermachen, liegt allein bei Wolfgang und Hannelore. Bist du noch müde? Oh, Hannelore. Wenn wir total hier aufhören, das weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehen kann. Dafür liebe ich die Arbeit so doll. Das ist schwer für mich. Unsere größte Frage ist einfach, wie gesund bleiben wir beide jetzt, um noch ein bisschen die lange Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, auch noch in einer gewissen Ruhe weiter zu verbringen, die unsere schöne Zeit. Und jetzt sind wir für unsere Freunde da, die ganzen Jahre für uns da waren, obwohl wir arbeiten mussten, aber die doch immer für uns da waren und gesagt haben, dann kommt ihr eben einen anderen Tag, wenn ihr da nicht könnt. Ich kenne Schleswig-Holstein noch nicht mal. Ich bin reinrassiger Schleswig-Holsteiner, ich bin reinrassiger Malenter, aber ich kenne Schleswig-Holstein noch nicht mal. Und das ist so manches Mal so traurig. Der Schanko hat wieder geöffnet. Hi. Hi. Ja. Toll sieht das aus. Ganz, ganz warm und toll. Auch Mike sieht die Einrichtung im Schanko zum ersten Mal. Das habe ich auch noch nicht gesehen hier. Die Verkleidung. Super. Die Genossenschaft und der Wirt haben eingeladen, um Danke zu sagen. 130 Helfer haben beim Umbau des Schanko angepackt. 2,5 Jahre Planung, 7 Monate Umbau. Wir haben gerade noch mal gesprochen, Mario, Udo und ich, wie wir das angefangen haben. Hätten wir vor 3 Jahren gewusst, was uns hier erwartet, wir wissen alle 3 nicht, ob wir es gemacht hätten. Weil das, was wir hier umgesetzt haben, mega viel gewesen ist. Das war belastend, das war emotional, das war etwas, was uns Familienleben geraubt hat in einer teilweise nicht zu akzeptierenden Art und Weise. Das Buffet ist angerichtet. Von hinten bitte anfangen. Hier, Flo Fischer, du hast einen Geburtstag gehabt gestern, ne? Gestern haben die Helfer hier im Saal noch die letzten Fußleisten gelegt. Wenn man das mal verglichen hat mit dem Schanko, wie es früher war, das hat eigentlich nichts mehr damit zu tun. Die Räumlichkeiten an sich sind noch gleich, aber die Gestaltung und die Möglichkeiten, die man jetzt hier vorfindet, sind komplett verschieden. Die Handorf-Langenberger haben es geschafft. Sie haben ihre Kneipe wieder. Und mit Andreas Mählmann einen neuen Wirt. Das Herz von Langenberg schlägt weiter. Und so soll es auch sein. Und wir versuchen, das mit Leben zu füllen. Sicherlich sind wir andere Menschen, als die hier vorher waren. Aber ich denke, die Langenberger werden mit uns zurechtkommen und wir mit den Langenbergern. Und es saßen jetzt die erste Mannschaft. Die saßen da draußen auf der Terrasse und haben unser Lila-Weiß da geschmettert. Mir sind die Tränen gekommen. Das Lied habe ich schon so lange jetzt nicht mehr gehört. Und das ist einfach, ja, es lebt. Das Schanko lebt wieder. Ist es einfach grandios hier durchzugehen, zu gucken. Das habt ihr euch selber geschaffen und wir haben uns das vor allen Dingen auch geschaffen für die nächsten Jahre. Wir haben das hier alle gemeinsam so zukunftsfähig aufgestellt, dass ich glaube, dass hier nächstes Jahr nicht schon wieder Schluss sein wird, sondern dass auch unsere Kinder und Enkelkinder das hier alles erleben dürfen. Die Handorf-Langenberger haben ihre Dorfkneipe gerettet. Mit viel Einsatz und Engagement, weil sie nicht zusehen wollten, wie der letzte Treffpunkt im Dorf verschwindet.